So. Hört man mich? Ein bisschen? Ich habe das Mikro gewechselt. Ich muss schauen, was da los ist. Okay, weil ich das vorhin gesagt habe, findet ihr ab dem Zeitpunkt, wo man ihn kriegen kann, ganz okay. Aber Richtung Endgame eher, naja. Also, für mich ist es wichtig, dass ich immer einen Reservewagen habe sowieso. Und ich spiele immer. Ich habe sogar mit dem Fiat schon mal durchgespielt. Was war das jetzt? Fährt mir neben ran und dann bremst der Vollgas. Alter! Das ist doch... Ja, da sieht man's. Er pennt sich schwer ein. Ja. Und der ist irgendwie ein bisschen gefahren. Das war jetzt gemeint von mir. Genau hinter mir, hast du das gesehen? Oh mein Gott. Ich hätte dir recht, weil du versuchst das nicht abzudrängen, aber... Alter Schwede. K.O.-Schlag, Alter. Hast gesehen? Das war knapp. So, ich schau mal, ob ich das Mikro wieder umstellen kann. Irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Weißt du, was ich mal feiern würde? Das habe ich schon mal mit meinen Kollegen in der Arbeit geredet. Das war so witzig. Wir haben mal geredet. Was wäre, wenn zum Beispiel die Marke Dacia einfach mal in ein Need for Speed Spiel kommt? Das wäre das komplette Meme-Auto, finde ich. Einfach so als Anfangsauto, wenn es wirklich an die 10.000 bis 11.000 kostet. Ganz neuer. Ich würde mich komplett schief lachen. Du musst dir vorstellen, mit so einem Dacia fast über 300 km/h im Spiel. Ich würde mich so schief lachen. Schau dir den mal an, den Kia Stinger. Okay. Warte. So. Kia Stinger. Bilder. Ja, das sieht aus wie ein normaler... Ja, das ist ein Sportwagen, ich weiß. Naja, nicht Sportwagen unbedingt, aber er schaut so aus, als wäre er sportlich genug, damit man auch Tuning betreiben könnte. Also der würde passen. Der würde passen noch ins Spiel, ja, wo es ums Tuning geht. Aber wenn du dir vorstellst, einfach nur so, nur für die Memes. Wirklich so ein Dacia, sagen wir mal ein Duster zum Beispiel. Sowas, einfach nur für die Memes. Ich würde mich komplett schief lachen, wenn ich das sehen würde.
Allein der Gedanke, du fährst mit so einem Auto, dann 300 km/h irgendwo. Ich würde mich komplett schief lachen, vor allem SUVs. Naja, den könnte man vielleicht reinbauen für, weißt du, die modernen. Ja? Okay, ja.